ihr Lieben, ich habe bei Amazon eingekauft und wollte euch gerne mal alles zeigen, was ich mir geholt habe. Es dreht sich rund um Ordnung, Haushalt und auch einiges habe ich zum Testen geholt, zum Putzen. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit all den Sachen, die ich ausprobieren möchte. Es wird sozusagen ein Experiment, wo ich euch dann immer noch mal live mitnehme, also in so einer Art Vlog, würde ich sagen. Und ihr wisst ja, ich liebe Düfte. Ich habe ja auch noch einen zweiten YouTube-Kanal, da dreht es sich rund um Düfte. Den kann ich euch gerne mal unten verlinken. Und deswegen habe ich natürlich auch so ein bisschen auf die Düfte geschaut, dass ich da was Schönes finde. Allerdings, das, was ich jetzt hier in der Hand habe, weiß ich nicht, ob das so gut riecht. Das ist für die Toilette. Ich habe wirklich einiges für die Toilette mitgenommen. Ich finde, das ist echt so ein Thema im Frühling. Man möchte nochmal so alles sauber machen, ne? So die Fenster, den Boden, die Toilette, den Backofen zum Beispiel. Da wollte ich nämlich auch von Provin so einen Backofenreiniger testen. Da bin ich auch mal gespannt. Ich habe mir jetzt mitgenommen, weil gibt es ja auch von Provin diesen Schaum, der dann bis oben hingeht. Und da habe ich auf Amazon das hier gefunden. Und habe mir gedacht, das nehme ich mal mit, das probiere ich mal aus. Ist auf jeden Fall deutlich günstiger. Das waren 12 Euro Apps. Alles, was ich von Amazon habe, kann ich euch auf jeden Fall unten verlinken. Ich bin gespannt, ob der mir wirklich den Dreck so richtig runterholt. Vielleicht gibt es auch was im Drogeriegeschäft. Kann das sein? Da habe ich jetzt nicht geguckt. Ich habe tatsächlich nur auf Amazon gestöbert. Ja, das wollte ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich mir mitgenommen Toiletten-Tabs. Ja, Tabs kann man sagen. Dabei habe ich den Kaffee schon getrunken, aber ich glaube, ich brauche noch einen zweiten hier. Also WC-Tabs habe ich mir mitgenommen. Auch das fand ich irgendwie ganz schön. Hat eine schöne Farbe, hat mich so ein bisschen an Sensi erinnert. Ist ja auch lila und dieses Purple. Und ich habe mir gedacht, das ist ganz praktisch, wenn man sich das vielleicht schön aufbewahrt in der Nähe der Toilette. Dann kann man ja jeden Abend so eine Tablette reingeben. Es gehen ja auch im Übrigen diese Geschirrspültabs. Auch die kann man zum Putzen für die Toilette verwenden. Habe ich schon ausprobiert. Und über Nacht klappt das ganz gut. Jetzt wollte ich mal gucken, ob die besser sind oder nicht so gut sind vielleicht. Ja, ich wollte es auf jeden Fall testen. Nehme ich euch mit. Kann ich ja auch auf Instagram euch ab und zu mal ein bisschen informieren. Dann habe ich, Mädels, habe ich mir was gekauft. Echt, das war irgendwie so ein bisschen zu viel von WC Ente. So einen schönen, frischen Duft. Ihr wisst ja, ich liebe Düfte. Ich liebe das so sehr, wenn das zu Hause gut riecht. Oder auch die Putzmittel. Und deswegen habe ich mir den mitgenommen. Hier ist Jasmin drin. Ich glaube, das riecht so ein bisschen blumig, frisch, aber irgendwie ist es zu viel. Sehr gut. Passiert. Ich habe auch mitgenommen einen riesen Verdicht Natron. Den brauchte ich nämlich mal wieder, denn tatsächlich putze ich auch damit ganz, ganz viel. Ich habe zwar einen Reiniger von Sensi, der frisch riecht, den ich für Möbel nehme. Und ich habe so ein Allzweckkonzentrat, was ich dann immer so dosiert in viel Wasser gebe, wo ich echt lange mit hinkomme, was auch richtig frisch riecht. Aber wenn ich so mal den Abfluss mal so richtig reinigen möchte, auch die Toilette kann man mit Natron reinigen, man kann so viel mit Natron machen oder Backpulver, geht auch. Dann, wenn ich mal so richtig hartnäckige Sachen mache, dann nehme ich tatsächlich Natron oder Essig-Essenz, was ich mir dann verdünne. Und da habe ich mir nämlich auch gedacht, da kann ich mal wieder ein Video machen, gerade für den Frühling ist das perfekt. Also brauchte ich mal wieder richtig viel Natron. Man kann sogar selber seinen Reiniger damit machen. Also da ist richtig viel möglich. Ich habe mich so ein bisschen auf die Toilette fixiert. Merkt ihr es? Ja, ich wollte einfach mal was Neues probieren. Falls ihr irgendwelche tollen Produkte für die Toilette habt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben. Entweder hier im Video oder auch gerne auf Instagram, wie ihr das am liebsten mögt. Ich habe mir so ein Reiniger, Bürste ist ja keine richtige Bürste, ne? Das ist so ein gummiartiges Ding und das wollte ich mal testen. Schaut mal hier, so einer. Bin ich mal gespannt, weil da kommt man ja überall hin. Der ist so biegsam und den wollte ich auch, guck mal, wie biegsam der ist. Wahnsinn, oder? Das ist ja echt krass. Und den wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren, wie das so damit sich putzen lässt. Jetzt muss ich den Micha dann mal fragen, weil den kann man montieren. Oh, das wird da von unten belüftet, sehe ich gerade. Sehr gut.
ist das echt durchlässig. Wenn da zu viel Wasser drin ist, dann schwappt das ja über, oder? Ist ja auch nicht so gerade praktisch. Ja, ich wollte es mal ausprobieren. Das war so ein Bestseller. Und ich habe noch so eine olle Klobürste mit Burschen dran und möchte das gerne abmontieren. Ich hoffe, ich kriege die Genehmigung. Naja, brauche ich nicht. Klingt auch gut, wenn jemand neu ist, der denkt auch, ich brauche eine Genehmigung. Nein, brauche ich nicht. Aber ein bisschen Unterstützung brauche ich da schon, gerade was die Burschen angeht. Das ist Männersache. Ja. So, auch für die Toilette habe ich mir mitgenommen, weil so ein Kraftgel, ich habe mir gedacht, vielleicht ist es intensiver, ist es irgendwie besser als das, was ich zu Hause habe. Ich hole mir immer aus der Drogerie meistens tatsächlich von Frosch, weil Frosch ist so noch das Einzige, wo es so ein bisschen Dufterlebnis gibt, aber tatsächlich im Vergleich zu diesen tollen Raumdüften von Scentsy ist es echt nur ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere mal was anderes aus. Ich nehme mal was anderes, nicht immer nur Frosch. Vielleicht werde ich ja irgendwie positiv überrascht. Und das ist so eine Ozeanfrische. Ich liebe frische Düfte. Oh Gott, ich sag's euch, ich mag das so sehr. Wenn ich nach Hause komme, dann sind meine Lampen an, dann riecht das einfach mega, mega gut. Und auch mitgenommen habe ich einiges für die Ordnung, denn, wo ich euch auf jeden Fall mitnehme, ich stehe ja hier an der Insel, ist diese Schublade, die berühmt-berüchtigte Schublade von der Rebecca. Ich muss lachen, weil das einfach, die sieht so schrecklich aus. Die ist schon wieder absolut chaotisch. Jede Schublade, die ich mal sortiert habe, mal aufgeräumt habe, die bleibt ordentlich. Und die Schublade habe ich auch schon mehrmals aufgeräumt und sortiert. Ich habe es aber nicht einheitlich sortiert. Und ich glaube, das ist der Haken. Deswegen habe ich mir richtig viele Gläser mitgenommen für Gewürze. Da gibt es dann nochmal so einen Aufsatz, den man so drauf machen kann, damit man fein oder grobe Streusel. Die Gewürze sind ja in der Schublade und die kommen dann hier rein. Wenn ich das rausziehe, habe ich alles so schön im Überblick. Zumindest ist so meine Vision. Mal gucken, wie die Umsetzung ist. Ich nehme euch mit. Ich bin gespannt, das wird echt heftig, denn ich habe ja nicht nur Gewürze da drin, ich habe sämtliches an Samen fürs Müsli, ich habe Mehl, ich habe Haferflocken da drin und deswegen habe ich so richtig viel, naja gut, richtig viele, sind es 12 kleine und 3 große und nochmal mittlere Aufbewahrungsgläser mitgenommen mit so einem Bambusdeckel, fand ich irgendwie, hat mich sehr angesprochen. Und ja, das möchte ich gemeinsam mit euch organisieren. Und ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe viel zu wenig von diesen Aufbewahrungsgläsern. Aber ich habe mir gedacht, lieber weniger und dann bestelle ich nach, als wie, dass ich zu viel habe. Weil das fand ich irgendwie nicht so toll dann, wenn ich zu viel habe und dann, was mache ich damit? Nee. Außerdem für diese Schublade habe ich ja, da habe ich so ein bisschen Backpulver drin. Und das habe ich auch in so einem Schälchen aktuell da drin, aber das sieht aus, das sieht wüst aus und deswegen habe ich das alles hier schön in dieser Bambusoptik, damit da so eine Einheit reinkommt, eine, ja, so eine Ruhe und ich hoffe, die bleibt dann so. Ich bin gespannt. Wir gehen es auf jeden Fall zusammen an, ich nehme euch damit und ich freue mich schon riesig drauf. Unter anderem habe ich mir noch bei Amazon mitgenommen ein Riesenset für Schubladen. Also wirklich, das ist so ein XXXL-Set. Ich halte das gerade hier hoch, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. Mit kleinen Behältern, große Behälter, wo man so Schubladen organisieren kann, sei es für die Küche, fürs Badezimmer finde ich das praktisch, für Schminke, auch für Kinderzimmer-Schubladen zum Beispiel, wenn die Kinder am Schreibtisch oder so. Also ging so ein Riesenset auch nochmal mit. So, Mädels, ich glaube, wir haben es. Ja! Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu lang. Ich wollte nicht, dass es zu explodiert. Ich tendiere ja manchmal dazu, dass ich dann echt so lange rede. Also, ich hoffe, dass ihr euch freut, dass ich euch in den nächsten Videos mitnehme, ein bisschen was Neues ausprobiere. Wenn ihr irgendeine Empfehlung für mich habt, was Haushaltsprodukte angeht, oder ich wollte mal so einen Wäscheturm holen von Action oder so. Wollte ich auch mal ausprobieren. Also Empfehlungen, Tipps, bitte gerne her damit. Schreibt es mir hier, schickt mir Bilder auf Instagram. Da seid ihr auch immer super fleißig. Da habe ich ganz viele Bilder von euren
Schlafzimmern bekommen. Da habe ich mich riesig gefreut. Oh, da waren schöne Schlafzimmer dabei, muss ich echt nur sagen. Ja, sehr, sehr schön. Da habt ihr toll mit den Kissen und also ihr habt Stil, ihr habt Geschmack. Sehr gut. Ihr Lieben, ich könnte noch ewig reden, ihr kennt mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, vielleicht habt ihr Lust, auf meinem zweiten Account Kanal vorbeizugucken. Da dreht es sich rund um Düfte, also falls ihr Düfte liebt, falls ihr ja Raumdüfte liebt, falls ihr auch Parfums liebt und zu Hause auch mal, dass es so richtig hochwertig bei euch zu Hause riechen soll, dann könnt ihr gerne vorbeischauen oder auf Instagram. Oder wir sehen uns hier im nächsten Video. Tschüss!